Ja, die nicht ganz so einfache Variante, um eine temporäre Residenz zu erhalten, ist die des Repräsentanten, also Unternehmensvertreters. Um das zu haben, müssen Sie sich als Vorsteher eines international, also müssen Sie sich als Vorsteher eines nationalen oder ausländischen Unternehmens ausweisen können und zu mindestens 90% Costa Ricaner beschäftigen und für Costa Rica einen Vorteil erwirtschaften oder einen Vorteil darstellen. Ja, dass sie kostarikanische Arbeitskräfte beschäftigen, das muss auch von einem Buchhalter nachgewiesen werden. Dann gibt es noch, das kommt ganz darauf an, in welchem Bereich sie tätig sind, gibt es dann in diesem Bereich auch noch gewisse andere Anforderungen und Auflagen.